Willkommen zurück bei Parasite Eve. Wir haben in der letzten Folge sehr viel erreicht hier im Krankenhaus. Wir haben nämlich den Strom. Nicht. Na doch, wir haben den Strom wieder angestellt. Ja. Wir haben eine neue Waffe gefunden und wir sind Level 20 geworden. Und jetzt haben wir eine grüne Keycard bekommen von einer Krankenschwester in genau dem Zimmer, in dem unsere Vergangenheit schon da aufgegriffen wurde. Und jetzt geht hier direkt das Ding weiter. Mhm. Can you tell me why the hospital uses liquid nitrogen? Ja, genau. Das ist nämlich auch das Ding. Es gibt hier Liquid Nitrogen. What are you, stupid? Well, for many different... Ich weiß nicht mehr, wie sie gesprochen haben. Well, for many different things, you can use it to freeze off warts and such, but its main use is for research. It keeps the sperm bank from spoiling. Sperm bank? That's fantastic! Oh my god, how do I turn it off? Davon hätte man einen Screenshot gebraucht. Sperm bank? Oh my god, how do I take it off? Well, there's a valve that you can turn off in the storage area. Why? Sorry, I don't have time to explain. I have to destroy the sperm. By the way, which floor is the research lab located on? The 13th. Bom, bom, bom. Birthday? What? It's birthday? Oh, nee, es war ja 13. Thank you. Ich dachte kurz, das ist eine... No, it's absolutely not. Das ist einfach nur Aberglaube. Ja. I'm going to look around to see if anyone needs medical attention. Das hat sie letztes Mal auch schon gesagt. Ich glaube, das sagt sie einfach immer nur, wenn sie nicht mehr mit uns reden will. Oh shit, ja, ich muss gucken, ob jemand medizinischen... 13 Sentinels war das Spiel, das 13. It seems this key is no longer useful. Ja, diese neue Angewohnheit macht mich kirre. Als ob ihnen das erst in der Hälfte der Entwicklung eingefallen ist, dass sie das ja machen können. Ich kann allerdings bestätigen, dass Warzen mit flüssigem Stickstoff behandelt werden, weil das bei mir auch schon gemacht worden ist. Bei dir auch? Bei mir wurde es noch nicht gemacht, aber ich kenne das auch. Bullet Cap plus 1. Damn. Do it. Bullet Cap plus 1 ist ein krasses Upgrade. Ja, so oder so, wir können es ja übertragen, wenn wir was anderes... Können wir? Also die Sache ist... Natürlich, die Bullet Cap wird doch mit übertragen. Worauf ich hinaus will ist, wenn du jetzt eine Bullet Cap plus 1 machst, dann wird es ja statt mal 3 mal 4, oder? Das ist nicht das? Nein. Bullet Cap ist da Bullets. Wie viel reinpasst. Also hier passen jetzt 8 statt 7 Bullets rein. Achso, okay. Wo ich die... Das sehe, kann ich auch direkt mal machen. Das, was du meinst, ist nur mit dem... I get it. Ein bisschen verwirrend manchmal in dem Spiel und ich bin ein alter Mann, lass mich. Alles gut. Oh, hier haben wir nochmal einen Breaker. Endlich mal wieder Fuses sammeln. Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir jetzt noch mehr... Großer Jelly. It's the king of all the jelly. It's the... The Cuck Tower. Bam. Und sag mal. Und du willst es so machen, dass du da halt die 7 drin hast von dem anderen, ja? Ja, aber dann wäre er jetzt einfach schon tot gewesen. Weil jetzt haben wir 6 Mal geschossen und der 7. tötet ihn jetzt. Der 8. Okay. Oh, neue Weste. Ja, wirklich eine ganz neue Weste. Eine B-West. Ist gut, falls wir von Bienen angegriffen werden. Ich meine, das könnte passieren, so viele Tiere wie uns. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Halt. Poison, aber die Resistance. Ist das wirklich Poison Resistance? Willst du mit dem Tool rüberholen? Warte. Ich zieh's mal kurz an. Ja, okay, das müssen wir uns rüberholen. Oder? Ich hab nichts dagegen. Tune up. Unsere Weste mit der B-Weste. Es ist halt nur. Das hier haben. Es ist halt dann super schade, weil. Warte mal kurz, bevor du das machst. Weil. Wenn wir stattdessen unsere Werte zu der darüber holen, haben wir theoretisch mehr Defense, weniger Critical, ne? Du meinst, weil die Basis Defense höher ist? Ja, genau. Ja, aber die Base, ja genau, also wir würden halt Base Critical verlieren. Ja, okay. Nee, es ist halt wieder, ich sag mal so, wenn wir dann irgendwann eine wesentlich bessere Weste finden, dann stehen wir halt wieder vor dem Dilemma, holen wir dann unsere Werte rüber oder holen wir die Poison Resistance rüber, weißt du? Das ist so der Punkt. Was macht denn Critical? Das schützt uns vor kritischen Treffern? Nee, ich dachte, das ist eine Chance auszuweichen oder so. Oder Critical Dodge in dem Sinne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das Spiel erklärt sich nicht besonders gut. Es stimmt ja, aber wir kriegen ja manchmal null Damage.
ohne Barrier zu haben. Ah ja, ja. Das, und das muss okay. ja dann das sein. Aber ist halt die Frage, ist das wertvoller, als konstant von allem weniger Damage zu bekommen? Ja. Doch eigentlich nicht, weil dann würde ich dir zustimmen und wir wechseln einfach auf die B-West. I don't know. Weil dann haben wir mehr P-Energy und am Ende ja auch mehr Defense. Nur halt deutlich weniger, na obwohl, naja, doch 9 weniger Critical. Hm. Ich finde das aber, ich finde das sehr berechtigt, Leo. Ich finde diesen Einwand sehr berechtigt. Ich mache das jetzt. Leo hat es gesagt, wird Tom dann wieder sagen irgendwann. Genau. Ja, also es ist dein Vorschlag gewesen. Wow. Du nimmst dafür jetzt auch Verantwortung. Ich mache das jetzt. Bist du damit einverstanden? Ja. So, kannst dich nämlich auch nicht mehr aus der Verantwortung rauswieseln. Übernimmst du Verantwortung für irgendwas? Ich nehme auch Verantwortung hierfür. Ich will nur nicht die alleinige Verantwortung haben. Willst du dich noch heilen oder so? Ich glaube, du warst nicht bei... Oh ja, das sind sehr 16 Leben. Gut, dass du aufpasst. So. Willst du dich vielleicht heilen? Ja, du hast hier nur so... Ist im Kampf mir aber ehrlich gesagt nicht Leben. Aufgefallen, dass ist du so weit runter bist. Mir im Kampf auch gar nicht aufgefallen. Ich war zu sehr mit Granatenwerfer beschäftigt. Ich wette übrigens, ab jetzt trifft er keine Giftgegner mehr. No. Können wir hiermit nichts machen? Doch. Natürlich. Aber nur mit der einen. Und nur von der einen geht dieses andere Rohr hier ab. So, keine Ahnung, was wir jetzt gemacht haben. Na, den Stickstoff abgestellt, oder? Ja, wahrscheinlich. Frage ist immer noch so ein bisschen, also einfach nur, um die Spermien zu verdichten? Ist das, das ja. Ich weiß nicht, ich schätze mal, hier hinten kommt noch was, wo das ein bisschen... Oh, nee. No. Moment. Ich dachte, hier geht's noch und weiter. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ins Research Lab nach oben. Aber, warte mal, also hätte sie uns da nicht dann irgendwas gesagt von wegen, jetzt ist was passiert? Ich hätte es auch gut gefunden, wenn sie laut den Satz brüllt, die Spermien sind jetzt vernichtet, aber sie hat es halt nicht gemacht. Was soll ich da sagen? I did it, all the sperm is dead now. Take this, Patriarchy. What? Jetzt kommt noch mal der Große. Achso, wolltest du nicht eigentlich deine Waffe upgraden? Naja, aber der... Uhu. Alter, der macht aber auch Damage. Ja, Jesus, noch einmal und du bist tot. Wir haben jetzt nicht drei mehr, ne? Doch, einen. Benutze ich die jetzt? So. Barrier ist jetzt. Hat halt nicht genug Platz zum Ausweichen hier. Barrier ist weg? Barrier ist weg. Das ist aber wirklich Bullshit, dass ich hier nicht gut ausweichen kann. Come on. Oh! Man muss halt wirklich das genau treffen, um gut ausweichen zu können. Oh. Ah! Poison Resist. Stimmt, ne? Das ist doch Blödsinn. Leo, sag doch mal. Ich würde dir zustimmen. Also das ist ja wirklich, oh mein Gott. Das Kill the Beast, ja. Ja, das hätte besser laufen können. Ja, dann upgrade doch mal deinen Granatwerfer, damit du deine, ich mach sie alle in einer Granatensalve tot und spreng die ganze Welt. Ja, weil, endlich ein, also weil ich glaube, es ist unabhängig von der Waffe, weil mit dem anderen würden wir auch, dann sind wir auch eine Weile am Ballern, weil wir natürlich, solange wir schießen, selber nicht agieren können. Also wir fressen ja dann auch den Damage. Und das ist wahr, ja. Also es kann auch ein Nachteil sein. Aber es ist halt trotzdem während eines, wir kondensieren mehr Schaden in einen ATB-Balken sozusagen. Genau, das auf jeden Fall. Warte mal, man kommt doch hier. Nee, hier konnte man die Base-Sachen vergleichen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich mach das mit dem. Ja, unser hat nämlich Base 44 und 65. Hat der echt mehr Range als diese, ja, Schnellfeuerwaffe, ja. Und dafür weniger Bullets. Also in den Base-Stats ist der ja auch einfach deutlich besser. Ja, wir müssen halt dann, also falls wir nicht alles mit einer Salve tot kriegen, müssen wir halt öfter nachladen, ne? Das ist halt schon. Ja. Klar. Wir probieren es mal. Haha, Tom hat vergessen, mich zu fragen, ob ich damit d'accord bin. Jetzt kann ich hinterher mich tierisch darüber beschweren.
Tom, was hast du getan? You ruined our Parasite Eve Run. Das ist deine Schuld. Deine und nur deine. Ich wollte nur mal fix hier gucken. Aber es ist auch in der Vergangenheit nicht so gewesen, dass so krass respawnt. Wie steht's um deine Gesundheit gerade? Ja, ich sag mal. Okay, jetzt haben wir das Nitrogen abgestellt. Voraussichtlich. Jetzt hoch in den 13. Stock, I guess. Das habe ich schon wieder vergessen mit dem 13. Stock. So. Schöne Auswahl. Ich find die Idee, dass sie die ganze Zeit eine Pistole hat, aus so ästhetischen Gründen, finde ich cool. Aber es ist halt. Es bricht sich ein bisschen mit dem Gameplay. Es bricht sich, ja. Wir haben die halt immer dabei. So, das hier ist doch ein Raum, oder? Kann schon sein, aber willst du nicht erstmal die Leiche untersuchen, vielleicht? Nein, muss nicht. I have to stop Eve before more people die. Ja, aber hat er Loot. Der versperrt die Tür auf jeden Fall. Ja, der ist dann gleich, sobald wir hier im nächsten Raum fertig sind, ist er dann weg und wir können in den Raum. Er ist weg, aber dafür ein Gegner da. das ist doch gleich hier keinen Kampf Monster. Bum, bum. Ah, ich dachte, ich kann dran vorbei. Du willst den Triggerpunkt umgehen? Ja. Oh no. Oh no. Wie viel brauche ich für die Kleinen? Vier mindestens, oder? Oh, warum hat das jetzt so wenig Damage gemacht? So richtig wenig Damage? Hä? Vielleicht wird der Damage aufgespalten? Vielleicht ist es nicht so, dass das. Aber what's the point? Ja, der Point ist, dass du mehrere kleine Gegner besser bekämpfen kannst als wenige große Gegner. What? Nee, das ist doch einfach ein höher leveligerer. Gott, diese Dinger sind ja. Wo hast du hier jemals Level gesehen und warum sollte. Ich weiß es nicht, Leos. Kopium. Aber so richtig hartes Kopium. Ich weiß gar nicht, ob es was bringt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal bemerken, dass ich der Modifizierung des Granatwerfers nicht zugestimmt habe. Come on! Bam, 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 bam! Ach man, das wäre so cool gewesen. Wir hätten halt so viel Damage gemacht. You now have the stiffness, I guess. What? Also das ist ja Schwachsinn. Oh mein Gott, wir machen so wenig. Das macht ja einfach den Damage, den die Maschinengewehre auch machen. So. Mhm. Muss ich die etwa auch platt machen? Das sieht so aus, ja. Die kleinen Bubbles sind deine Endgegner. Oh Gott, und da hinten macht es natürlich keinen Damage. Alter, das ist ja hart annoying. Ich mag das Spiel nicht mehr, Leo. Oh. Level up. Möchtest du eine neue Waffe? Weil, also. Übrigens, zwei Level up, wir könnten auch mal gucken, ob wir Bounty Points verteilen können. Guck mal, wie viel Damage das macht. Theoretisch. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich DPS. Ich glaube, es ist wirklich. Aber das ist doch. Also. Das ist ja super misleading. Ja. Das heißt, eigentlich wäre der Granatenwerfer viel besser, wenn er nur einen Schuss machen würde. Vielleicht, ja. Aber so kannst du halt auch nicht breaken, dass wenn du einen Magnum-Revolver findest, du dann einfach mal 7 reinpackst. Und oh, das ist so scheiße. Wolltest du. Ah, okay. Was wollte ich machen? Nee, du hattest schon mittlerweile schon wieder 2 Level-Ups. Also mal gucken, ob du Bounty Points verteilen kannst. Ja. Irgendwie. Ah, siehst du, 2 kannst du verteilen. Einfach wieder Active Time. Okay, erst. Das hilft halt beim Kämpfen. Hier konnte man einfach, ja genau, in die Boni reinhauen. Könntest du natürlich machen, dann macht dein Granatwerfer statt 11 Punkten Schaden 12. Das ist
Wir können sie in Defense hauen. Nice, ne? Das Frank. Könnte man halt machen. Mhm. Oder ein Critical. Ja. Ach, I don't know. Active Time ist halt immer nützlich, aber ich habe das Gefühl, wir sind inzwischen halt sehr schnell dran. Mhm. Sollen wir trotzdem noch? Wollen wir noch bis 30 machen? I guess. Ei, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass das die falsche Entscheidung war. Jetzt, aber. Jetzt hat Tom das Gefühl. Was? Oh, ich habe nicht gelesen, was da stand. Ich auch nicht. Fragezeichen? Kannst du es nochmal machen? Ah, so. Nein, sie schiebt hier. Oder dieser Pfeil auf den riesigen roten Knopf zeigt. Könnte es noch ein bisschen subtiler sein, bitte? Ich guck mich vorher nochmal ein bisschen um. Das ist ja mega. Hey, das Gute ist, du hast ein Tool. Du kannst jetzt theoretisch. Hey, neue Waffe! Und die hat richtig gute Werte. Oh, damn. Die hat richtig gute Werte. Ist das auch Savior? Probier die mal aus. 44. Gute Range, gute Bullets. Probier die einfach mal aus. Ich will nur mal den direkten Vergleich haben. Ich will sie nicht sofort. Nee, nee. Die hat halt nur. Die schießt nur Einzelschuss, ne? Die hat halt gar keine. Also da müssen wir irgendwie von einer anderen Waffe... Man könnte ja die 7 rüberholen. Das würde ich eben nicht machen. Ich würde die Statuswerte, die wir in das Ding hier reingehauen haben, rüberholen. Ja. Und von einer anderen Waffe mal 3. Bestimmt, wir haben mal 3 in der anderen. Ja. Dann macht die bam bam bam. Und falls wir dann mal 5 finden, können wir vielleicht mal speichern und experimentieren, ob mal 5 wieder diesen Effekt hätte oder so. Oder ob wir lieber bei mal 3 bleiben sollten. Wir können es ja direkt jetzt experimentieren. Wir gucken einfach mal, wie viel es jetzt macht mit einem. Und wenn wir dann mal 3 reinmachen... Ja, aber in der Nähe von einem Safe Point. Ja, da habe ich ja, da gucken wir mal. Ob ja, da mal, gucken wir mal, was. Da einen finden. Ja. Erstmal drücke ich diesen. Hat das jetzt einfach die Tür aufgemacht? Ja. Alter, ist das dumm. Also, dieser Knopf ist wirklich super dumm. beleidigend dumm. Der große rote Pfeil, also für mich tut das. Oh no. Hattest du jetzt ausgerüstet? Ja. Okay, da bin ich mal gespannt, wie viel Schaden die jetzt macht. Weil jetzt müssen wir mit einem Schuss eigentlich 50 Damage machen. Ja, ja, 50 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber minus vielleicht. Die Resistance. 50. Oh. Das ist gut. Aber es ist halt auch nur ein Schuss und dann muss wieder aufgeladen werden. Aber. Ja, und das da ist schon mit Ace kombiniert? Die ATP natürlich. Aber wenn ich mir vorstelle, wie das im Raum davor war und wie viele Granatwerferschüsse du brauchtest. Ja. 75 mit einem Crit. Das ist nicht schlecht. Ja, also hier lohnt sich auf jeden Fall. Nein. Die AT-Bar und wie gesagt, Haste würde sich auch lohnen. Haste würde sich voll lohnen. Mache ich auch direkt mal. Ja, jetzt? Also ja, klar, du musst die Bälle noch bekämpfen. Genau. Tut mir leid, dass dein Granatwerfer-Experiment nicht ganz so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hast. Das war ein Fehlschlag auf ganzer Linie, möchte ich sagen. Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. All is fair in love and passion. Ach. Der eine Ball war jetzt schon zweimal genau über ihm. Oh Gott, das Haste hält aber nicht lang, beziehungsweise er hat mich, glaube ich, wieder. Ja, er hat dich gestifft, deswegen. Der langsamste AT-Ball. Die Range ist auch super gut von dem Ding. Ja, deckt das ganze Areal hier ab. Siehst nicht mal, dass es eine Maximal-Range gibt in so einem Areal hier. Ja. Komische Bio-Flummis. Ja, also mein Vorschlag wäre, dass wir mal 3 auf das Ding hauen und die Statuswerte vom Granatwerfer rüberholen. Dann haben wir zwar nicht mehr den Tranquil-Effekt, aber ehrlich gesagt, davon habe ich sowieso nicht viel gemerkt. Ich auch nicht. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Und ich vermute, dass es so ist, also nach unserer Erfahrung, die wir vorgemacht haben, vermute ich, dass es so ist, dass dann jeder einzelne Schuss deutlich weniger Schaden macht, aber dafür ist der DPS gut und man kann besser, und man kann besser halt aufteilen, sodass es nicht kompletter Overkill ist. Wollen wir das dann einfach direkt machen oder wirklich erst bei einem Safe Point? Weil wenn wir jetzt die... Na, du wolltest ausprobieren, was wolltest du ausprobieren? Wolltest du ausprobieren, was passiert, wenn man mal 7 reinslottet? Oder wolltest nee, du ausprobieren? Nee, mal 3, mal 7 würde ich nicht reinslottet. Ich stimme dir zu, dass die Statuswerte da wertvoller sind. Es kommt ein bisschen darauf an, würde ich sagen, wie wohl du dich gerade damit fühlst, weil du spielst ja... Ah, das ist sehr spannend. Ja, hier können wir ja direkt speichern. Ja, und ich sehe auch schon funkelnde... Erstmal Jelly.
Vielleicht gleich am Anfang Haste. Nee. Ja. Ja, auf jeden Fall Haste. Obwohl wir wahrscheinlich auch debufft werden. Ja, es könnte passieren. Ja, vielleicht auch. Also, dann vielleicht. Ja, okay. Ich gehe aber mal zuerst auf den hier. Oh, das war wieder eins sehr klein, hast du das gesehen? Ja. Ich muss mir wirklich Zeit nehmen eigentlich. 169 Health? Sag's mal. Ist nicht das Kleine jetzt. Muss noch ein Schuss auf das Große, dann sollte es weg sein. Okay, jetzt ist es weg, aber. Jetzt. Oh, come on! Wo sind die Crits, wenn man sie braucht? Du bist verlangsamt. Eins. Jetzt kommt der Crit. Okay, du bist bei etwas unter 150. Du bist bei etwas über 100, ja? Sollte aber noch passen. Die Kleinen machen ja nicht mehr Damage. Guter Crit. Das ist halt richtig nett, wenn so ein Crit landet bei so einer Waffe, bei der man sehr. Ja. Ne, nur einzelne Schüsse macht. Oh, sorry. Einmal zwischendrin. Oh, ist das annoying. Und erneut auch. Aber muss ich keine Gedanken über Maximalrange machen, ne? Entschuldigung an alle Parasite Eve-Experten da draußen, die sich vielleicht mehr mit dem Spiel beschäftigt haben, als wir probieren halt rum, ne? Das ist halt Stumbeln. Ich hoffe, dass die sich dann eher freuen darüber, dass wir nicht einfach nur die ganze Zeit What is this? Bei dem einen bleiben. I really should have said. Junk. The HLA list. Ben's and Lorraine's names are on here too. It's the same as it was on Dr. Clam's computer. What's he trying to do? That Nazi bastard. These are the patient records. Mariko Brea. It's my mother's record. December 23rd, 1977. Taken in with Maya Brea after an accident. Pronounced dead after cardiac arrest. Maya Brea, the daughter. The next page is missing. It's somewhere else. Vielleicht direkt nebenan, wo es funkelt? Ja. Aber ich speichere jetzt erstmal. Jetzt ist es so lustig, wenn einfach direkt der nächste Bosskampf getriggert worden ist und du vorher zu speichern musst. Also. Speichern und dann willst du mal die Waffenmodifikation machen? Ich meine, wir können sie jetzt nicht direkt austesten. Ich würde es aber machen, ja. Okay. Also ich würde erstmal nur die Dreier-Bullet-Sache machen, ne? Willst du die Statuswerte noch nicht vom Granatwerfer runter? Genau, weil ich erstmal testen möchte. Oder ist es wie eine Zweier-Modifikation? Oh, zwei, nicht das ist ja scheiße. Trotzdem würde ich es mal ausprobieren. Ja, um zu gucken, ob es jetzt einfach quasi 25 macht pro. I guess, ja. Und die andere Waffe brauchen wir ja einfach nicht. So, dann lesen wir hier mal weiter. Melissa Pierce. It's got to be that, Melissa. December 23rd, 1977, emergency hospitalization. Operation successful. After 6 months of hospitalization, released. Needs medication from hospital. Melissa and Maya were brought into the hospital on the same day and operated on. No, it can't be. What is this? Elevator key? Elevator key? What is an elevator? Can't be. Die sehen cool aus, die Verhältnisse hier. Haha, cool, verstehst du wohl. Artificial Sperm Development Staff. Hans Klump? Dr. Klump? Aha. Ich war jetzt mit Dr. Slump. Das wäre ein sehr anderes Hospital. Ammo. Das hätte man sich sparen können, überhaupt ein Ammo-System zu haben. Ja. Bis vor einer Stunde hätte ich dir zugestimmt. Aber wenn du eine Waffe wirklich so trimmst, dass du sehr viel, so Death of Thousand Cuts machst, ja, dann brauchst du sehr viel davon. Sehr viel. Ich sehe aber selbst dann irgendwie nicht, dass das dann wirklich leer geht. Oh, huch. Oh, dieses Krankenhaus ist auf einem Schiff. Ah, ein wunderschöner Tag auf der Titanic. Fighter Jets, prepare to launch. Head towards Central Park. Remember, no unnecessary attacks. Target the enemy in the air and be alert. Warte, war das gerade der Captain? Nee, das war der Admiral. Du bist jetzt der Captain. Manhattan's practically deserted. Why don't they just...
bump the shit out of it. No, Lynch, we haven't received orders from the president to attack yet. At this point, we need to look for the missing people from the park and warn the city. Send in the Psychonauts. Wow, CG cutscene, what the fuck? Was it a Top Gun? Bum, 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 bum. Bum, bum. Dass dir das einfällt und nicht Highway bum, to bum. The Danger Zone. Ne, das Highway to the Danger Zone ist viel weniger das Theme von Top Gun als... Ja, aber doch nicht für die Action-Szene. Für die Action-Szene ist es eindeutig Danger Zone. Ja, natürlich. Wo ist Archer, wenn man ihn braucht? Oh, der Szenenwechsel. Mm. Amazing. Mehr. No, back to the hospital. Also wir haben jetzt hier auch noch Jets, die auf dem Weg zu uns sind. Das ist tatsächlich was gewesen. Ich habe da nur aus Jux drauf gedrückt. Oh no, an empty container from the sperm bank. Das ist auch ein sehr guter Screenshot. I really should touch this. Ew, it's on my hands. Alter, das ist ja voll der große Fahrstuhl hier. Bing. Wir konnten nicht mal eine Etage aussuchen. Es ging nur in die eine Richtung. Auf dem Dach. I knew it! Oh mein Gott, kämpfen wir jetzt gegen einen Fighter Jet? Wird jetzt ein mutierter Fighter Jet? Hast du für Ninja Blade gespielt? Ich kann mich nicht bewegen. What? East Boss? What? Oh, East ich hätte Boss? Mal vorher heilen sollen. Fuck. Barrier, Sicherheitsarm. Barrier against the giant brain. It's a giant spider. Ah, okay, so fürs Barrier. Sieht auch ein bisschen aus wie Krang. Mal Haste machen oder erstmal heilen? Also ich würde sagen, wenn du jetzt Haste machst, kannst du hinterher mehr heilen. Nee, ich habe nur Angst, einmal getroffen zu werden und dann sofort. True, das könnte passieren, aber dagegen können wir nichts machen. So, jetzt. Kannst du Medizin benutzen oder so? Oder weißt du erstmal aus? Medicine 2. Unser PI lädt sich gerade nicht sehr schnell auf. War schon immer so? Ja, ich glaube schon. Okay. So, Wow, selbst mit der großen Reichweite sind ziemlich weit weg von dem Ding. 32 Damage machen wir jetzt. Okay. Ach, ich bin wirklich fest. Oh Gott, 9. Also Damage macht das Viech tatsächlich nicht so viel. Come on, warum stecke ich denn immer noch fest? Du hast irgendwie richtig stuck gerade. Nochmal Haste. Okay. Jetzt möchte ich Danger Zone als Team für diesen Kampf. Alternativ können wir auch Ken's Team einspielen. Was Ken's Team? Ken's Team ist Mighty Wings. Ach, Mighty Wings war es, genau. Das war nicht Danger Zone. Ja, genau. Aber der Ballpark war richtig. Und. Ich hab den neuen Top Gun nicht gesehen. Ist der gut? Ich hab den im Kino gesehen, ich fand den super. Ich höre nämlich nur Gutes darüber. Aber ist er auch so wundervoll, unsubtil, latent homoerotisch wie der alte Top Gun? Ja. Er ist halt fast der gleiche Film wie der alte Top Gun. Das ist gut. Aber er ist trotzdem eine sehr. Eine sehr eindeutige Fortsetzung. Also die Story wird ernsthaft fortgesetzt. Du hast auch noch Medizin 3 ganz oben. Ja, vielleicht benutzen wir die auch mal. Und ich mag ja... Es geht ja um Goose's Kid und Maverick. Und ich mag ja tatsächlich auch so ein bisschen die Story von Top Gun 1. Ah. Weil dieser Ruf, einen Flug-Action-Film zu sein, das stimmt ja nicht wirklich. Ja, es stimmt ein bisschen. Aber das ist nicht der Kern des Films. Ja, ich weiß, der Kern des Films ist die Volleyball-Szene. Die rent-free in meinem Kopf lebt. Oh, nee, es ist vorbei. Okay. Oder es geht in die nächste Stage, ja. Helfen uns jetzt die Jets. Was ist Fink? What? Wirklich ein mehrstufiger Boss? Ich wollte gerade sagen, warum haben wir uns jetzt gemeinsam mit dem Boss entschieden, hierher zu kommen? The giant brain, I'm winning again. I am the greatest. Now I am leaving Earth for no reason. Ich habe so ein bisschen Angst, mich zu sehr darüber zu freuen, dass das Viech so wenig Damage macht. Ja.
Ah. Tom, du hast volles PE gerade. Genau, deswegen nochmal. Ja, was? Haste ist eigentlich schon das Haste Geilste. Ist nice, ne? Ich wünsche nur, es würde länger halten. Ich meine, letztes Mal ist es, glaube ich, auch unterbrochen worden durchs Netz, ne? Und diesmal auch, oder? Nee, auch noch nicht. Jetzt? Ja. Come at me, Bro. Ich würde sagen, das Zweier-Schuss-Upgrade war schon gar nicht so schlecht. Wir machen immer noch sehr substanziellen Schaden. Au. Das ist nicht so schlimm. Naja, schade, das war außer Reichweite. Ja. Wir machen immer noch sehr substanziellen Schaden, aber jetzt können wir halt zwei Ziele auf einmal angreifen. Was nett ist. Ja, es hat, genau, also wenn man jetzt noch die Damage-Sachen übernehmen würde, ich glaube, das ist schon eine gute Waffe. Ich höre den Schmerz in deiner Stimme. Ich höre den Schmerz, oh, darüber, dass es kein Granatwerfer ist. Ja, es ist auch Schmerz. Oh. Wow. Aber es ist ein bisschen awkward, dass wir erst hierher gehen mussten. Also das muss man schon sagen. Auch die Inszenierung dieses Absturzes war ein bisschen awkward. Es sieht halt wirklich nicht so gut aus. Nice. Perfect. Heal 3. Heal 3. 280. Jawollo. Und eine Handfeuerwaffe. Ja, können wir mal gucken, was die macht. Aber erstmal Story. Ah ja, steht da. Well, that happened. Das kam jetzt wirklich sehr aus dem Nichts. Wir haben gar keine Einführung von dem Viech gehabt. Oh, Operngesang. Oh, Eve. So, you found this place. What the fuck was that? You're going to use this... I love this game. I love it so much. Okay. Say it. Okay, muss ernst sein. You're going to use the sperm to give birth to the ultimate being. You're a bright one. The first rebellion took place some years ago on a far-off eastern island. Come island. Far-off eastern island? There, my sister committed a fatal error. I'm higher in the evolution chain than my sister. I will never commit the same mistake. Oh yeah, far-off eastern island, Japan. Yeah. You're not my... Finally caught on, huh? No! You feeble organisms depend on machines to do all the work. I can do the same with sperm. Stop! Sehr dramatisch mit der Musik. Oh. I love it! Oh, tschüss, Jets. Ich glaube, ihr seid gleich weg. Ich denke auch, ja. Die Mitochondrien in den Jets werden jetzt. Oh, geil. Oh! Ah, nee, doch nur in den Piloten. Oh. Alter. Oh. Danger Zone. Ja, die Szene hättest du nach 2001 nicht mehr so machen können. You've just witnessed the limitations of humans. They are full of goo. Please, no more. What if I don't want to? It's a shame we couldn't understand each other. Tschüss. Bye. Bye, my planet needs me. The jet, it's going to crash into the roof. I've got to get out of here. What? Weil wie viel Zeit hast du dafür? Das ist doch jetzt schon... Ihr habt euch erstmal noch unterhalten, während der herrenlose Jet im Begriff ist, das Dach zu rasen. Es wird tatsächlich lauter. Du müsstest wahrscheinlich in die Grube. Oh Gott, muss ich in das Loch? Und dann unten nochmal gegen das Vieh kämpfen. Wirklich laut. Oh, das ist beunruhigend. Ich kann hier nirgendwo hin. Da hättest du zu der Tür da oben gemusst. Oh, fuck. Oh, this is not good. Das ist hier so absurd. Da hin gemusst? Guck mal hier. Naja. Ja. Also wirklich, wenn das ein tatsächliches Zeitlimit ist, ist das ein bisschen gemein. Das ist wie die Szene in Austin Powers, wo die Dampfwalze extrem langsam auf die Wache zufährt. Ja, guck mal. Also das ist ja mega dumm. Und offenbar war das Krankenhaus auch eine Feuerwerksfabrik, hast du es gerade gehört? Ja. Und das hat uns gerettet? Ja. Oh. Mir hat dein Einsatz... Was sehen wir da durch die Scherben, durch das zerbrochene Fenster? Lingerie, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich dachte auch im ersten Moment so, what? Ist das mein Dirty Mind oder was? Oh no, the break. What? Also, what just happened? Das war eine merkwürdige Animation. Oh, Kampf. Und das ist ein Kampf. Aber was für eine coole Idee. Ja, mach da mal den Spinnenweben, Dude.
Oh, wie viel Leben hat das Vieh? Oh, jetzt bin ich wirklich da rein dran. Okay. Ja, also, coole Arena, aber spawnen da jetzt noch mehr? Das ist ein sehr großes Gebäude, ne? Wir sind nur im 13. Stock. Nee, das ist Krankenhaus. Obwohl, hat 75 ja Stockwerke. Mal, wir sind ja dann nochmal höher. Jetzt einfach gebremst? Nee, hier wird gerade ein bisschen abgekürzt. Weil jetzt ist sie genau über der Straße und kann. Oh, hier mal jeder. Ah ja. We don't have any time. Eve got away with the sperm sample. Oh mein Gott. Are you shitting me, Aya? I love this game. Can you keep your sick come play fantasies to yourself, please? Thank you for saving me, Daniel. Shut up, I'm talking. Shut up on the cheap seats. You can study all you want, but you gotta brush up on other things too, man. No girl's gonna want to, what? No girl's gonna want to be with you if you're gonna be like that. Like what? What? Intelligent? Please, Daniel, is everything okay back at the station? That's the thing, I found out several things about Clamp, but... In the past, the doctor from that hospital was fired for giving out a patient list. A list? You mean like the one with the HLA listing? These guys have access to just about everything. I've got other info too. This is what I heard from Warner, who was onto Melissa. She was seen going into the museum late at night on several occasions. Eve? She was going into the museum? We need to go there. We must get there before the being is born. Calm down. We're there, buddy. Willst nicht deine Waffe noch zu modifizieren? Maya. So viel zum Krankenhaus. Wir reden auch nicht darüber, dass das gerade explodiert ist, dass da gerade Jets in New York abgestürzt sind. Aber es ist ja auch evakuiert worden. Genau, also. Es ist eh Endzeitstimmung. Wow, die haben hier aufgeräumt. Die haben wirklich aufgeräumt in der Zwischenzeit. Bin ich sehr zufrieden mit. Wie geht's der neuen Waffe, die du gefunden hast? Die G23. Wie geht's dir? Ja, also Statuswerte. Hatte mal 3. Ah, und 47 Base Damage. Ja, halt weniger Range. Weniger Bullets. Ich würde sagen, insgesamt ist unsere besser, aber man könnte drüber nachdenken. Die Range ist schon sehr nice. Ja, eben. Was ich meinte ist, man könnte darüber nachdenken, die mal 3 rüber zu holen. Aber. Mal 2, da steckt halt immer noch sehr viel Umf in jedem Schuss. Aber es ist halt schlechter, wenn dann du gegen 5 Gegner kämpfst, wo jeder nur einen Schuss braucht. Also es wird halt. Eine geringere Anzahl an Schüssen wird nützlicher, wenn wir eine schnellere ATB-Leiste haben. Und ich glaube, 3 Schüsse ist ein guter Kompromiss. Ich glaube, mehr als 3 würde ich, also 7 würde ich nicht nochmal machen. Ja, ich glaube, wenn man 7 benutzt, dann muss man eine Waffe darauf richtig bauen. Ja, dann braucht man irgendwie hohe Statuseffekt-Chancen oder sowas. Ich habe das Gefühl, der Granatwerfer ist wortwörtlich die schlechteste Waffe dafür. Das könnte weil sein, weil es halt die langsamste Art hat zu schießen. Aber weißt du noch, wie wir uns gefreut haben, als wir mal 7 gesehen haben? Ja, der Eindruck trügt, es spaltet halt den Damage auf. Also ich würde sagen, das, was du vorgeschlagen hast, wir holen die 3 mal 3 hier rüber und wir holen dann die Statuswerte hier von rüber. Das mit dem mal 3 war etwas, was ich in Aussicht gestellt hatte. Auf jeden Fall würde ich vom M79-Granatwerfer die Statuswerte, die wir da reingepumpt haben, würde ich rüberholen auf das G3A3. Das mit dem mal 3 ist halt eine Sache, bei der ich unentschlossen bin, ehrlich gesagt, aber... Unentschlossen? Okay, wir haben... Es könnte cool sein. Auf dem G3A3 gibt es auch noch einen Slot, den man noch freischalten kann. Also da können wir theoretisch, wenn wir noch mehr Eigenschaften von anderen Waffen finden, können wir die alle noch rüberholen. Ich staune tatsächlich, dass wir jetzt im Polizeipräsidium sind und nicht sofort im Museum. Wahrscheinlich, damit man hier noch einmal organisieren kann. Oh, wie siehst du denn aus? Keine Ahnung. Du bist kein 3D. Das ist wie in Final Fantasy VIII, wo sie zwischendrin auch ein paar der Charaktere nicht in 3D rendern, sondern die sind so 2D eingearbeitet in den Hintergrund. Und das ist die hier, glaube ich, auch. Nee, doch nicht. Ich habe mich geirrt. Die sah einfach nur richtig scheiße aus, perspektivisch. Ich weiß nicht mehr, wer Cathy gesprochen hat. I heard the captain saved Ben's life. Shiva was his partner when he was a rookie. Must have been hard for him to shoot her.
Aber müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr Final Fantasy 8 spielt. Also nicht die Remastered-Version, die Originalversion. Da gibt es so eine Szene, wo Sid, der Direktor, zum Beispiel relativ am Anfang in den Hintergrund eingearbeitet ist. Und das sieht man halt voll. Ja. Hast du, haben wir theoretisch noch diese Mod-Permits irgendwie eingelagert oder so? Die müssten eingelagert sein. Dann können wir theoretisch noch diesen anderen Slot freischalten. Nicht das, was gerade bräuchten. Wir haben ja nichts, was wir da reinpacken wir wollen. Zukunft. Ah ja, Detective Warner has some new information. Did I ask about that? Let's go find out what he's found. Nee, ich würde erstmal sagen, wir gehen runter und gucken mal nach dem Permit. Ich habe übrigens, also ich habe versucht, mir nicht zu spoilern und so weiter und so fort, aber ich habe rausgefunden, was Junk macht. Ja, du hast das, du hast irgendwie, also in der letzten Folge hast du irgendwas nachgeguckt, glaube ich, mit der Waffe. Hm. Am Ende der letzten Folge, als die Aufnahme schon vorbei war, und hast mir auch gesagt, du hast dir was gespoilert. Ich hab halt, nee, aber das war was anderes. Ich hab so. Halt bei TV-Tropes, da sind ja so Story-Sachen und so, sind ja hinter Spoiler-Tags. Ja. Und da dachte ich mir, okay, dann verstehe ich nicht von der Story. Aber ich wollte mal gucken, ob wir gewisse Kernmechaniken nicht falsch verstehen oder so. Also es wirkt so, als ob Parasite Eve durchaus darauf ausgelegt ist, mehrere Runs hintereinander gespielt zu werden. Das hat ziemlich extensives New Game Plus. Aha. Du kannst ganz viel optimieren und so weiter und so fort, was du im ersten Run noch gar nicht hast. Und oh, no permit needed. Gun Trading Cards, oh mein Gott. Sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Ich dachte, das ist nur ein ganz kurzer Text hier. Okay. But it'd be nice if you could bring me some gun trading cards if you see them lying around. Hey, I may not come close to being as good as old Taurus, but you can trust my work. So what'll it be? I don't really have one yet. Okay. Ja, also du kannst ganz viel tunen am Waffensystem, so auch für spätere Runs und so. Es gibt so ganz extensive Sachen. Und wenn du genug Junk hier des Grades bei denen und einlieferst und so, kriegst du halt eine der besten Waffen im Spiel. Oh. Möchtest du wissen, wie viel Junk? Ja. 300. 300, deswegen kriegt man davon. Aber da gibt es ja gar keinen Hinweis für. Nee, aber komm, spekuliert auf das haben wir von Anfang an. Ich glaube, ganz am Anfang haben wir schon sowas gesagt, wie wenn wir hier genug Junk abgeben, dann gibt's irgendwas. Es kann sein, aber ich hätte jetzt gar nicht. Ich wäre da nie drauf gegangen und hätte das so gemacht. Ja, drauf gegangen und das gemacht. Ohne zu wissen, was der Payoff ist, hätte ich das vielleicht auch nicht. Ja. Aber dass es einen Payoff gibt, überrascht mich nicht, ehrlich gesagt. So, also Mod-Permits, wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir einfach nicht mehr. Wie brauchen wir nicht mehr? Klar brauchen wir die, sonst können wir das nicht freischalten. Hat er nicht gerade gesagt, wir brauchen keine Permits mehr? Ach so? Hä? Sorry, dann habe ich das überlesen. Also du kannst... Aber wie schaltest du denn dann den zusätzlichen Slot zum Beispiel jetzt auf dem G3A3 frei? Ich bin mir nicht ganz sicher. Erstmal können wir ja Discard Junk mal. Bitteschön. Danke, wenn du mir noch 298 bringst, aber dann kriegst du... Aber wir haben doch die eine Card. Können wir mit der jetzt nichts machen? Ich kann die ja bei ihm nicht einlagern. Weißt du? Okay, ja. Dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir hier sind. Oder muss ich das hier machen? Nee. Also, ich meine, du kannst es machen, weil momentan bringt uns das Ding nichts. Ja. Strange. Und Tune-Up-Weapon, war das mit dem... Genau. Und okay, jetzt könntest diesen Slot da freischalten. Jesus Christ, das Ding hat 8 Slots, fällt mir gerade auf. Das ist echt hier... Jetzt hast du halt... Ja, okay. Naja, gut. Ding, ding, ding. Oh shit, ich hab mich verhauen. Sorry, die Waffe ist kaputt. Muss doch wieder auf den Granatwerfer setzen. Fail Chance eingebaut. Nothing to it. Okay. So, du hast jetzt, glaube ich, immer noch nicht die Statuswerte vom Granatwerfer rübergeholt, oder? Doch. Hast du? Ja. Okay. Die Granatwerfer haben wir schon nicht mehr. Da ist schon 875. Okay. Der haut schon richtig gut rein jetzt. Und mal 3 wolltest du lassen oder mal 2 wolltest du lassen oder wolltest du mal 3? Da du dir noch unsicher warst. Plötzlich interessiert dich, was ich denke? Mach doch einfach was. Nein, nicht plötzlich. Vorher war es noch,
oh mein Gott, ein Granatwerfer, ich pumpe alle unsere Ressourcen in diese Waffe. Und jetzt plötzlich ist es, ja Leo, also wenn du dir unsicher bist, ich verstehe auch das Spiel. Diese Charakterisierung, der kann ich nur vehement widersprechen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das kann immer noch gut sein, weil ich glaube, der tatsächlich DPS verändert sich ja nicht. Wir verbrauchen halt mehr Kugeln. Aber wir haben mehr Kontrolle darüber, wie viele Ziele wir gleichzeitig angreifen. Ja. Deswegen, I don't know. Dann machen wir das doch. Dann haben wir auch den einen What? Slot frei. Nee, und so könnte ich mir halt auch vorstellen. Wir haben gar keinen Dings. Warte mal, habe ich ein Tool im. Ach, wir haben keine Tools mehr? Ja, so viele, wie du am Anfang dachtest, waren es nämlich gar nicht. Wir hatten irgendwie so drei, vier. Jetzt haben wir relativ viel rumgebastelt. Wenn man es ein paar Mal macht, dann hat sich das auch wieder erledigt. So, wir wollten das machen mit dem und zwar für das. Ja, ne? Ja. Ich denke schon. Okay. Jetzt haben wir mal drei. Ja, aber dann ist das einfach wirklich rein mathematisch, dass das wirklich genau gespalten wird. Entweder in zwei oder in drei. Und wie gesagt, mehr Kugeln sind wahrscheinlich cool mit so Statusveränderungen oder Elementschaden. Ja. Oder wobei man ja sagen muss, wir haben ja 50 Damage mit einem Schuss gemacht und dann später 30. Also vielleicht teilt sich es ja auch nicht exakt auf. Ja. Was man halt auch bedenken müsste, Level dazwischen. Was man halt auch bedenken müsste, zum Beispiel, wenn man, sagen wir mal, man lässt eine Waffe jetzt Einzelschuss, ne? Und dann gibt es einen Crit und dieser Crit ist aber völliger Overkill. Dann ist es eigentlich verschwendetes Potenzial. Ne? Ja. Also das ist. So, dann werden wir mal hören, was der Chefe zu sagen hat. Und dann geht's zum Museum. Das Museum. Wird sogar die Musik runtergedreht. Hey, Boys. Aya, what's that I'm hearing about you killing lots of sperm? Wer hat Warner gesprochen? Ich glaube, es gab zwei von denen und ich weiß nicht mehr. Warner warst du, der andere ist, glaube ich, okay. Im Krankenhaus. Some time ago, a doctor at that hospital was fired for selling off patient records. And Melissa was seen going into the museum late at night several times. Eve? Clamp, that bastard. I knew he was part of this. We split up here and searched the entire city. Eve and Clamp must be meeting soon. We must hurry. It'll be too late once the ultimate being is born. Stop saying that. I'll go snoop around some more for any info. Brought you a walkie-talkie so we can keep in touch, because this is the 90s. Cool. Can I have one? Maeda, du kriegst ein Dosentelefon. I'm counting on you too, Mr. Scientist. Whoa. Cute. Hat er mir jetzt eine Waffe gegeben? We all split up and look for Eve. You find any trace of her, you call for backup. Weren't you going to stay here, Daniel? And post papers all day? You're kidding me. I'm out of here. what will we do? Let us know if anything comes up. Yes, okay, got it. What? Irgendwie ein bisschen weird. Kann. Day 5. Evolution. Ich denke halt bei Maeda, ich habe permanent den Satz, this is like one of my Japanese anime. Ja. 100%ig. So, Leo, an der Stelle würde ich sagen, ist diese Folge auch vorbei. Und beim nächsten Mal geht es dann für euch ins Museum. Also hier im Spiel. Und dann. Für uns nicht? Weiß ich gar nicht. Also wir, ich weiß gar nicht, was noch kommt jetzt als nächstes. Wir müssen ja jetzt dieses Ultimate Being verhindern, dass es geboren wird, weil die ja das Sperma erfolgreich geklaut hat. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das wird trotzdem geboren und eine Art Bossgegner. Also ich denke, man muss kein Hellseher sein, um das vorher zu sehen. Ja. Aber ich hoffe da auch auf coole CG-Cutscenes. Oh ja. Und ich frage mich auch, ob wir das Militär noch mal sehen. Ob wir die Reaktion vom Admiral bekommen, was mit seinen Kampfjetfliegern passiert ist. Our pilot did what? He bubbled? What do you mean? Send in the robots. bis zum nächsten Mal. Tschüss.